Gut, also wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie kriegen wir diese Geometrie wieder zurück. Also unter dem ISO haben wir, wie gesagt, den Schieberegler. Der wird jetzt bei euch vielleicht ein bisschen anders sein als bei mir. Dreht den mal so hin, wie ihr die Geometrie wieder importieren wollt. Also schlecht wäre etwas so, ja, auch schlecht wäre etwas mit zu viel Blau. Findet da mal euren Wert, bei mir wäre es jetzt 0,145 und behaltet den mal im Kopf, weil den brauchen wir gleich. Es gibt immer die Möglichkeit, hier über Tools Export ISO Surface. Also man kann die Geometrieinformation, die da drin steckt, auch so direkt exportieren. Wir wollen jetzt aber einen anderen Weg beschreiten und den machen wir im Hypermesh. Und zwar, wir speichern mal unser Modell ab. Save as Model, dass wir da sicher sind. Ja, wollen wir überschreiben. Und jetzt gehen wir hin und machen uns ein neues Modell auf. Ja, also File New Model. Ein komplett neues Modell. Und dieses Modell werden wir jetzt praktisch mit der optimierten Geometrie füllen. Und die optimierte Geometrie importiert ihr über Post OS Smooth. Also Post, der Radio-Button Post und dann rechteste Spalte OS Smooth. So. Normalerweise sieht das, glaube ich, so aus bei euch. Steht da Geometry und Autobad und das ganze Zeug, was man nicht braucht. Das erste, was wir verändern wollen, ist, dass euer Zeiger, euer Vektor hier zu der richtigen Datei zeigt. Also Select Model, können wir hier sagen, Ordner wählen und hier den Hook auswählen. Da müsst ihr jetzt zu dem Model navigieren, was ihr gerade gerechnet habt. Also Select Model wäre jetzt hier die FEM-Datei von der Optimierung. Irgendwo eine FEM-Datei, bei euch sieht das wahrscheinlich aus mit dem NXFEM oder so, dieses komische Symbol. Das seht ihr da irgendwo und dann habt ihr die FEM-Datei hier als Modell. Zweiter Schritt, Result-File sollte eigentlich direkt ausgewählt werden, aber nochmal überprüfen, ob der Dateipfad auch stimmt. Wenn der stimmt, können wir weitermachen. Grid wollen wir nicht haben und deswegen gehen wir hier auf dieses Autobad und selektieren None, also nichts. Dann geht auch dieses Grid weg. Und hier, wir wollen keine Geometrie machen oder keine Geometrie exportieren. Können wir vielleicht später mal machen. Aber jetzt im Moment wollen wir eine FEA Reanalysis machen. Das heißt, wir wollen das Modell, was er optimiert hat, nochmal reinladen in Hypermesh und nochmal analysieren, so wie es im optimierten Design aussieht. Weil wir haben ja diesen Fehler gehabt, aus welchem Grund auch immer, dass er eben kein Design gefunden hat, was unseren Anforderungen entspricht. Das heißt, die Spannung muss irgendwo größer sein als 420 Newton pro Quadratmillimeter und das wollen wir jetzt überprüfen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf FEA Reanalysis und jetzt der Threshold ist der Parameter, den wir jetzt eben uns gemerkt haben. Bei mir war er 0,145 und bei euch eben euren Wert, wie ihr das aussortiert habt. Und jetzt ist noch vielleicht interessant, hier auf das Parameters zu schauen. Auf dem Parameters-Feld hat man hier noch Möglichkeiten, was man haben will. Also man kann sagen, er importiert es und dann soll er es nochmal remeshen. Das habe ich jetzt hier zum Beispiel mal anselektiert. Keep smooth, narrow layer around und solche Geschichten, die wir jetzt aber noch nicht näher beleuchten werden. Hier die Element Size ist auf jeden Fall viel zu groß, weil wir hatten doch, glaube ich, irgendwas um 0,7 oder sowas. Das heißt, wir werden da mal 0,5 eintragen. Und der Feature Angle werden wir jetzt mal bei 30 Grad lassen. Wir können hier auf Mixed stellen und zwei Layers mal, nehmen wir mal den Standardwert. Gut, wenn wir dann auf Return klicken, können wir mal auf OS Smooth klicken und schauen, was passiert. Hier hat er gesagt, Invalid Input File or Command, please check Log File. Irgendwas ist schief gegangen, was er mir im Importieren nicht richtig gemacht hat. Das werden wir gleich schauen. Das in der Logfile sehen. Aber er hat mal zumindest die FEM-Datei richtig eingeladen. Wenn wir mal das Remesh weglassen, vielleicht hat er da ein Problem gehabt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Sieht immer noch genau gleich aus. Das ist jetzt interessant. Tja.
Wir haben natürlich das Result-File komplett falsch gesetzt. Ist bei euch auch so? Gelaufen? Nicht? Ich habe jetzt nochmal ein neues Modell erstellt und mache nochmal das OS-Move. Da sind die ganzen Parameter schon so drin, aber hier steht C-Clip. Das war natürlich das Falsche. Wir wollen natürlich den Hook. Dann hat er die Results von dem C-Clip auch versucht, auf den Hook zu mappen. Und das funktioniert dann natürlich nicht. So, jetzt habe ich die falsche Datei ausgewählt. Man braucht die sh-Datei. Hook.sh. Und dann funktioniert es auch. Dann habt ihr jetzt hier die Struktur, die eben rauskam. Ja. Schon mal nicht schlecht. Das Tolle ist auch, dass die Kräfte und die ganzen Rigid-Elemente auch alle gesetzt werden. Das heißt, normalerweise würde ich jetzt erwarten, kann ich sofort auf Rechnen klicken. Aber jetzt mache ich das nochmal und schaue, ob ich nicht mit dem Remesh noch ein besseres Result erzeuge. Also Remesh nochmal und gucken wir mal, was jetzt passiert. Ja, also wirklich besser sieht es nicht aus. Dann vernetze ich es lieber nochmal von Hand selber mit F12. Wisst ihr ja, gibt es die Möglichkeit, auf das Automesh zuzugreifen und selektiere dann praktisch, ja, eigentlich sollte ich nur den Designraum selektieren, weil sonst fliegen mir meine Kräfte wieder weg. Das funktioniert bei Property. Also ich kann jetzt alle Elemente auswählen, die in einer bestimmten Property sind. Tja, das muss man erstmal finden. Wahrscheinlich bei Collector. Ja, da funktioniert es auch. Aber ja, wir wollten jetzt Design und Base haben. Selektieren die und meshen die nochmal neu. Ich dachte 0.5 sei richtig, aber ich lasse mich noch gern eines Besseren bezeugen. Ja, das sieht auf jeden Fall mal schon viel besser aus. Gut, lassen wir es mal so. Und versuchen es jetzt einfach ganz stumpf zu rechnen. Schauen, ob da was passiert. Kann man das jetzt in einen neuen Ordner einstellen, Reanalysis. Und dann auf Obdestruct klicken. Jetzt habe ich natürlich nicht bedacht, dass er jetzt nochmal versucht zu optimieren. Das wollte ich natürlich nicht, deswegen werde ich das mal nochmal killen. Hier den Optimization Run eben auf nur Analysis stellen. Und dann ist die Sache relativ schnell beendet. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Spannung er da wirklich hat. Wenn wir auf den Konturplot schauen, das Placement kann man sich anschauen, okay, 2 mm verformt er sich und hier sagt er, er hat 1800 Newton pro Quadratmillimeter hier in dem Bereich. Also ich werde da mal nachfragen, woran es liegen könnte. Ist auf jeden Fall zu viel. Ich nehme an, dass es irgendwie beim Importfehler eine Kommastelle irgendwie sowas gewesen ist, dass einfach die Angaben im Tutorial mit den Angaben hier nicht übereinstimmen. Gut, ich würde sagen, das wäre es mal von der Seite aus, wie man hier die FEA-Reanalysis machen kann. Ist noch die Frage, ob man auch die Geometrie hinbekommt, weil das hier sind ja nur Elemente. Und Elemente sind ja nicht immer unbedingt das Beste, was man haben will, weil irgendwann will man es ja ins CAD bekommen. Und das funktioniert hier mit dem OS Smooth auch. Und statt eben FEA Reanalysis zu klicken, klickt man hier auf Geometrie. Und dann kann man hier sagen Output Obdestruct, STL, IGES, H3D und Step. Ich werde jetzt einfach mal eine Step-Datei rausschreiben. Und zwar, ich werde es einfach mal auf OS Smooth und mit den Standardparametern mal schauen, was da passiert. Kann jetzt noch die Units verändern und so weiter und so fort. Ja, das kann man überschreiben. Und jetzt sagt er mir hier, wie hoch soll die Komplexität sein von der Fläche. Ich lasse jetzt mal auch, wie gesagt, nur die Standardparameter. Auto FE to Serve. Ich sage jetzt hier FE to Serve. Jetzt kommt eben dieser Algorithmus, der versucht hier eine
Fläche drüber zu legen. Jetzt seht ihr, jetzt hat er hier bestimmte Punkte gemacht, die Fläche angenähert, Save und Exit machen und dann haben wir eine Fläche. Die Fläche sehen wir jetzt hier bei den Komponenten irgendwo diese Groups hier. Also wenn ich alles ausblende bis auf die Groups, seht ihr hier, dass er eine Fläche generiert hat um das optimierte Design rum. Und das kann ich auch exportieren. Also hier Export Geometrie. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass er vielleicht auch schon direkt in den Result-Ordner hier eine Step-Datei reinlegt. Das können wir auch mal kurz schauen. Hat sie uns schon gesehen? Ja, ich bin noch etwas blind. Ah ja, Step. Werden wir jetzt mal schauen, ob wir das in Creo importieren können. Das auch so funktioniert hat. Man könnte es natürlich jetzt hier nochmal über Export Geometry, können das mal nochmal machen. Aber das muss man ja nicht doppelt machen. Das wäre ja vergeudete Liebesmühe. Bei wem hat es denn bisher funktioniert? Also das FAR Reanalysis. Nicht? Müssen wir mal schauen, wo es gelegen hat. So, hier öffnen. Mal schauen, ob er direkt eine Step-Datei öffnen kann oder ob ich da nochmal einen Konvertierungsvorgang setzen muss. So, das war jetzt unter C, Hyperworks Tutorials, Hook. Jetzt hier Create. Ja, müsste eigentlich hier in Optimierung drin liegen. Ich sage jetzt mal alle Dateien. Hook.step, genau. Genau, und da haben wir es. Natürlich nicht sehr schön. Meistens hat man da eben so ein Ice-Surface, was drüber liegt, mit unendlich vielen Kanten. Aber das kann man jetzt zum Beispiel als Vorlage nehmen und da eben seine Aussparungen drüber konstruieren. Gut, ich würde mal sagen, das soll es mal gewesen sein. Jetzt schaue ich mir noch an, wo es genau an welcher Stelle es noch hakt. Genau.